Heute Limbo. Wenn er was braucht, der Fred hat alles. Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme mit Fred und Heinz. Heute spiele ich, also Fred, wieder Limbo, während Heinz nebendran sitzt und sich drüber lustig macht, dass ich es nicht hinbekomme. Das wird super lustig, ja. Ich erzähle und du spielst. Drück Enter, wir fangen direkt an. Spiel fortsetzen. Ja. Geht er? Hallo. Ah! Das ist mit Geduld. Ja, das Ladescreen ist einfach nur black. Okay, ja. Alles klar. So, dann ja. Können wir jetzt anfangen. Ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt noch kann. Also so war hier springen, da war nichts und das ist so vor und zurück. Ja, genau. Ich hoffe, wir laufen jetzt nicht gleich wieder so eine Gehirnschnecke über den Weg, weil das bin ich ja bekanntlich zu doof zu. Ich glaube, der kann da nicht drüber springen. Nein, das schaffst du noch. Bist du hier? Das ist perfekt. Wow, super. Das ist Spider-Man. Na, Indiana Jones. Oder so. Ja, hab nur noch keinen Hut auf. Den brauche ich noch. Ja. Okay. Naja, gehen wir einfach mal weiter. Ach ja, wir machen wieder so hier. Nicht lachen. Ja, ja, das ist immer noch ein ernstes Spiel. Genau, nicht lachen und total seriös sind wir heute. Ja. Kann ich da festhalten? Aha! Well. Bleibst du dran? Nein! Nein! Das ist, wie heißt der immer über die Carlsson vom Dach. Ja, hat der aber nicht. Wen meinst du denn? Nein, ich meinte. Hier Oliver Twist. Nee. Ah, guck an, das ist nur zur Verarsche. Ich dachte, das fällt wirklich ab. Nicht lachen. Nein, ich habe ja nur über den Spruch gelacht. Da ist Strom. Das ist viel zu gefährlich, der darf ein kleiner Junge überhaupt nicht sein. Ja, deshalb muss er wahrscheinlich auch nur dann da sein, wenn es aus ist. Das macht Sinn, oder? Macht Sinn. Tatsächlich. Er wurde gebrutzelt. Der Insektenbrutzler für kleine Jungs. Du bist ja ein Sadist. Dass die Leute hören, was du hier für Sprüche ablässt. Ja, das haben die jetzt auch schon die Folgen vorher gehört. Das ist ja, ist das überhaupt schaffbar? Das war, hier, Kopfnuss auf das O. Und wenn ich hier einfach runterklette? Also geht's natürlich auch. Oh, kommt der da rüber? Ich glaube, da kommst du nicht rüber. Könnte man meinen. Ja, da geht's nämlich runter. Die Musik ist gerade penetrant laut. Die Musik ist laut? Ja, die Musik ist laut. Ich höre nichts, ich habe keinen Ton. Soll ich es dir nach und vormachen? Du hast die Kopfhörer auf. Nee, du musst... Ja! Ja, das war schon fast richtig. Du musst springen, wenn es gut, bevor es ausgeht. Ja, ja, klar. Und dann hast du genug Zeit. Ich glaube, das ist gleich hier die erste Folge damit beschäftigt. Wie schaffen wir es darüber? Okay, das war zu früh. So, dann warten wir einen Moment. Ja. Oh, oh, oh. Und jetzt? Oh, ich glaube, das reicht nicht. Nein! Ach, Menno. Ich wette, du hast das, als du es gespielt hast, auch nicht beim ersten Mal geschafft. Nee, habe ich auch nicht. Ja, davon gehe ich ja auch nicht aus. Ich glaube, da habe ich auch ein bisschen länger für gebraucht. Das ist auch fies, muss man sagen. Du musst halt... Nee, das war schon wieder zu spät, weil jetzt geht es mir nicht wieder an. Nee, du musst. Das O geht aber gar nie an, oder? Das ist einfach nur so da. Das heißt, darauf kann ich stehen bleiben und warten, was der Rest so macht. Genau, auf dem O kannst du stehen bleiben. Du musst. Jetzt ist an und ich würde sagen. Ja! Ja! Ein Hauch zu früh! Es ist übrigens schon wieder so warm. Wir haben immer das Glück, dass wir an Tagen aufnehmen, wo es so heiß ist. Ich glaube, irgendwie, wir sind aber selbst dran schuld. Oh, das war zu viel früh. Na, Mann! Meinst du? Könnte sein. Sind wir selbst dran schuld? Es kommt halt drauf an. Wann sind wir motiviert? Wann können wir aufnehmen? Wann sind wir beide wach? Und wann haben wir beide Bock? Vor allem Letzteres. Ja, genau. Oh, oh! Der könnte was werden. Der klettert zu langsam. Oh, oh Mann! Oh, wieder den Kopf noch auf O. Nicht, dass er das O noch kaputt macht. Doch, doch. Das O ist stabil. Das O ist stabil. O für stabil. O für stabil, ja. Na, super. Oder. Na, guck, der macht selbst einen Facepalm auf dem Boden.
Kannst du nicht direkt draufspringen, ohne hochzuklettern? Weiß ich nicht. Glaub nicht. Na guck, so schafft er nicht. Geht nur so 2-10. Und dann kriegt er eine gefacken. Hm. Ja, da musst du schnell sein. Ja, ich bin alt. Da ist nichts mit schnell. Alt und klapprig. Ja, Fred ist nicht gerade der neueste Name. Das lässt darauf schließen, dass ich alt bin. Ja, das klappt jetzt aber hier. Oh, es ist jetzt kaputt. Oh, du hast viel kaputt gemacht. Da das O dreht sich, das ist verwirrend. Nein, ich spring einfach. Ah, ich sehe schon, ah, was ich, weitergeht. Ich sehe es auch, du siehst auch, was weitergeht. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt. Nee, kannst du nicht einfach runter? Siehst du, das geht. So, jetzt darf ich keine falsche Taste drücken. Ich glaube, es geht so. Warte, nee, ich geh einfach runter. Also, wuhu! Bitte? Hast du jetzt Tastenstrom wieder abgeschaltet? Ja, ist doch gut. Und jetzt kletter ich oben drüber wieder zurück. Wahrscheinlich falle ich jetzt ins Loch. Meinst du? Du musst jetzt nur noch dein Seil erwischen. Ah, super, perfekt. Wuhu! Jetzt wir haben Spielplatz. Ja, nur nicht so tödlich. Wie auf dem Spielplatz. Genau. Ja, wer kennt das nicht als Kind? Wie man auf dem Spielplatz gestorben ist. Da musste man auch wirklich aufpassen auf alles. Ja, das war ja gefährlich. Vor allem, wenn der Boden aus Lava war. Genau, ja, das ist ja ziemlich oft vorgekommen. Ja. Okay, du bist jetzt hier auf dem L. Oh, da hatte ich das L aber verarscht. Oh, da hatte ich den Pfeil aber auch noch verarscht. Oh, das war knapp. Aber du bist erfolgreich. So, ich hoffe, da war jetzt ein Checkpoint, dass nicht, wenn ich jetzt Mist baue, wieder alles weg ist. Erfolgreich rübergekommen übers Hotel. Ich sehe halt leider nicht, ob ich da jetzt runterspringen soll. Do it. Uah. Was ist das? Ach, ein Glashaus. Ach so, ein Einkaufszentrum oder so. Ja, wieso? Uah. Oh, ein Leiterwagen. Ja, der führt nur noch nirgendwo hin. Ja. Kannst du mitnehmen? Guck an. Zu überrollt er mich. Halt! Nein! Stopp! Da! So. Ah, ich glaube, du musst die Scheibe kaputt machen. Um dann was zu tun? Um da runter zu kommen. Und wofür brauchst du den Leiterwagen? Damit du von der... Ach, damit ich drauf hüpfen kann. Ja, ich glaub schon, das ist der Sinn. Ich glaube, du musst den aber... Nö, doch. Nee, ich helfe dir einfach mal nicht. Du musst das selbst rausfinden. Weil du bist ja hier der Spieler. Ich trinke was. Einen guten Trunk. Ah, ich glaube, ich weiß, was du mir mitteilen wolltest. In deinem jugendlichen Wahnsinn. Ja, siehst du? Ach nö! Oh nö! Oh, Moment, das war falsch. Der gute Saft. Hier, ich trinke Rotwein. Der gute Traubensaft. Ja, der gute Traubensaft. Bam. Wow! Kletter hoch. Das ist ja gemeingefährlich, dass da Kinder überhaupt rumlaufen dürfen. Ich will nicht runter. Ich glaube, du musst runter. Ja, ich glaube auch, an dem Knoten kann er nicht vorbei. Guck an. Jetzt in welche Richtung? Ja, probier's das. Ich fasse das mal als falsch auf. Na, nicht einfach dran wackeln, mein Freund. Ich möchte das Hotel nochmal machen, ich dachte schon. Nee, das Spiel ist schon. Nein! Kann der nicht irgendwie eine Waffe ziehen und das Viech einfach abknallen? Das ist wieder so eine Gehirnschnecke. Ja, ich weiß, ich will die nicht haben, da bin ich immer zu blöd zu. Ja. Well, Zombie! Nein, lauf doch in die andere Richtung! Oh, was ein Honk. Das sieht halt super aus. Yeah. Ich muss nach links. Ja, jetzt kriegst du sowieso wieder das Gerüst aufs Maul. Ja. Beziehungsweise auf den Kopf. Ja, warum läuft der nach links und nicht nach rechts? Das verstehe ich nicht. Ja, das ist die Gehirnschnecke. Die steuert dich dann. Ja, das ist ja schön für die Gehirnschnecke.